So, herzlich willkommen an alle lieben Zocker und Zockerinnen zu einem weiteren Pimp My Ride Video bei GTA Online. Wir werden uns heute um den Vapid Winky befassen. Dieser kleine lustige Geländewagen, der beim Cayo Perico DLC sozusagen dazugekommen ist. Ja, was soll ich sagen? Kleiner Militär-Jeep ist schon irgendwie cool fast. Und ich finde, so eine Fahrzeuge in GTA Online oder besser gesagt überhaupt in GTA, die gehören hier einfach hin. Wer noch damals GTA San Andreas wirklich gezockt hat, der weiß, wovon ich spreche. Da gab es so geile Extra-Fahrzeuge von kleinen Hovercraft-Fahrzeugen bis zu Go-Karts und es war einfach nur geil, die Fahrzeuge wirklich. So, wir gucken mal, was daraus so wird. Panzerung und sowas habe ich alles schon eingebaut. Ich habe nämlich schon mal probiert. Also ich wollte eigentlich schon mal ein Video machen, aber irgendwie ist es schief gelaufen. Wurde aus technischen Gründen, sage ich mal, irgendwie ja nicht zustande gekommen. So, ich gucke jetzt einfach noch mal trotzdem rein. Ich habe eine Straßenfederung reingehauen, damit er ein bisschen tiefer, sportlicher ist. Mache ich nicht immer bei Geländewagen, manchmal lasse ich die auch so oben, weil ja, Geländewagen sind eigentlich ein bisschen höher. So, fangen wir auch gleich an mit der Karosserie. Serienmäßiges Kit entfernen, also eben diese ganzen Kram. Denn das und dann einmal das. Weiß ich nicht. Wir haben jetzt nur die Taschen. Das finde ich schon wieder cool, aber so diese. Die Schaufel und hinten die Öl- oder Benzinkanister, nee, feiere ich nicht. Ich glaube, da mache ich das. Ja. So, Bremsen haben wir, Schutzbügel. Da, okay. Er ist so standardmäßig, aber passt eigentlich zu dem Wagen. Das sieht eigentlich auch gut aus. Der ist ein bisschen wuchtiger, also schon fast Jurassic Park Style. Ich nehme auf jeden Fall den mit extra Lampenlichtern. Aber ihr seht, bei den schwarzen sind keine Lichter, immer nur bei dem in der Primärfarbe, sage ich mal. Oh, welchen nehme ich da? Den oder den? Sagen eigentlich der reicht, oder? Obwohl der ein bisschen bulliger aussieht und dadurch den Wagen ein bisschen aufpeppt fast. Ein bisschen breiter macht. Ich nehme die Schutzbügel. So, Stoßstange, Front. Okay. Warum? Na, ich sage einfach nicht, nein. Was ist das? Mit Arm. Was für ein Arm, für was ist das? Geländestoßstange. Okay, die Standard ist ziemlich gerade, wie ihr seht. Die ist schon wieder wuchtiger. Gefällt mir auch mehr, muss ich sagen. Versteckte Stoßstange. Verstärkte. Oh. Die passt ein bisschen mehr, die verstärkte. Die passt mehr, ja, die nehme ich. So, Heck. Da haben wir keine große Auswahl. Aber dann nehmen wir auch die verstärkte. Allein schon wegen diesen kleinen Luftschlitzen, Lufteinlässen. Sieht optisch aus. Motor haben wir ja, Auspuff. Da bin ich gespannt. Also nicht cool, aber irgendwie passt es nicht. Irgendwie passen die alle nicht. Der passt eigentlich am meisten. Geländeauspuff. Aber das ist natürlich immer eine Geschmackssache. Wir nehmen Geländeauspuff erstmal. Kann man ja immer noch ändern. Kostet ja nicht die Welt. So. Verdunkelte Kotflügel. Warum denn verdunkelte?
Verstehe ich nicht, warum das verdunkelt heißt. Das, genau das meinte ich. Die Taschen nur alleine hinten, das hätte irgendwie gepasst. Das hätte cool ausgesehen, ehrlich gesagt. Das mache ich hier auch so. Nur die Taschen. Gut, okay, mit Munition ist auch cool wieder. Da war ich jetzt wieder zu eilig. Ja, mit Munition und eine Tasche ist doch cool. Da müssen wir nur noch rangehen können. Winky Kühlergrill. Stahl. Rhino. Geländekühlergrill. Ja, eigentlich sieht, finde ich, der am besten aus. Der Rhino. Ach, da steht Winky. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Da war genau das Ding drüber. Sieht auch lustig aus. Aber ich nehme Rhino. So, Scheinwerferabdeckung. Ist gerade fast ein bisschen schwer zu sehen. Immer da. Das sieht cool aus wie diese Augen. Beim Käfer oder so damals, glaube ich, war das. Oder Beetle. Tada. Ich würde fast sagen, die nehme ich. Soll ein bisschen, ja, was heißt angsteinflößend, aber ein bisschen gefährlich aussehen. Motorhaube. Stinger mit Lufteinlässen. Mit sehr vielen Lufteinlässen. Power Dome. Irgendwie hat das was. Sieht ein bisschen sportlicher dadurch aus. Ja, okay, das ist den Reifen, den mache ich mir vorne nicht drauf. Entweder das oder das. Ein bisschen sportlich soll er doch wirken. Ah, das ja, das sieht cool aus. Lichter, Scheinwerfer, natürlich Xenon-Scheinwerfer. Anordnung schon mal Front, Heck und Seite. Die Farbe machen wir noch. Design. Okay, einfache Tarnung. Also wie man sieht, schon sehr viele Tarnmuster. Das sieht schon mal optisch aus. Das sieht auch cool aus. Also ich gehe jetzt mal hier so im leicht Schnellmodus durch. Ihr seht, hier kann man noch welche freischalten. Durch Forschung im Bunker. Okay. Also sind da neue Forschungssachen dazu gekommen. Oh, aber hier kommen noch ein paar coole. Seht schon so standardmäßig wie bei der Army, denn hier Patrioten-Style und ansonsten eigentlich wirklich alles Tarnmuster, die ich wirklich alle schick finde, muss ich sagen. Aber das hier finde ich irgendwie am optischsten. Das nehme ich. So, Nummernschild. Können wir noch gucken, ob wir das ändern. Lackierung können wir jetzt gucken. Sieht irgendwie freaky aus. Hat was. Aber ich glaube, wir machen matt. Wüstenbeige. Ja, das passt ja eigentlich völlig. Ist schon mal gewählt. Okay, schwarz sieht auch optisch aus. Ist weiß. Boah, das sieht auch krass aus. Das sieht alles krass aus. Entschuldigung, ist aber so. Sogar das sieht optisch aus. Aber nee, ich lasse das mal so. Das wird mal
ein wirklich, sage ich mal, Militärfahrzeug, so wie es fast in echt aussieht. Oh, hier können wir noch mal so Jurassic Park Scheinwerfer ran machen. Mache ich mal. Ich finde es eigentlich immer lustig mit diesen tausend Scheinwerfern. Ich weiß nicht warum. Federung haben wir, Getriebe haben wir, Turbo haben wir, Reifen fängt. Gibt. Dann gucken wir mal, welcher Reifen wieder umsonst ist. Welche Chrom fängt. Gelände nicht. Schade. Was sind das? Die Sportfänge einmal. Sonst noch welche? Tuner auch. Sind die immer umsonst irgendwie? Das ist irgendwie strange. Tuner. Also ich sag mal so, bei den Sportfängen, da wird jetzt keine Felge zu diesem Auto passen. Hier auch nicht. Ja, so. Kann man jetzt ranmachen, sieht irgendwie vielleicht auch freaky aus, aber ich will jetzt wirklich ein authentisches Fahrzeug haben. Mach mal vielleicht sogar Serienfängen einfach. Muss ja gar nicht chrom sein. Sowas hier, sowas passt doch eigentlich zu dem Auto. Warte mal, bin ich jetzt auf SUV? Nee. Was gibt's hier? Nee, die sehen schon wieder zu funky alle aus. Obwohl das mit dieser riesen Felge natürlich cool aussieht. Das ist Straße, gucken wir mal. Straße könnte man auch nehmen. Das passt auch. Ich nehme die mit weniger Löchern. Fangfarbe können wir auch gleich ändern. Wüstenbeige, perfekt. Das brauchen wir nicht. Schussige Reifen brauchen wir. Reifenqualm machen wir braun. So, ja, dann haben wir es ja. Dann müssen wir nur noch die Lichter einstellen. Licht, Neonkit, Neonfarbe. Orange machen wir. Ist so das, was am besten zu dem Braun passt, würde ich behaupten. So, wir sind auf jeden Fall fertig. Ihr könnt mir auch gerne natürlich in die Kommentare schreiben, wie ihr meine Version des Autos findet. Aber wie gesagt, ich wollte euch einfach nur zeigen, was man so machen kann mit dem Auto und ob es sich für euch vielleicht lohnt. So, wir fahren noch eine kurze Runde. Das machen wir immer. Probefahrt natürlich. Er ist natürlich nicht der schnellste, aber das war völlig klar. Er ist ja kein Supersportwagen. Aber er fährt sich cool eigentlich. Eigentlich müsste ja fast jeder wissen, wie er sich fährt ungefähr. Vom Cayo Perico Raub alleine. Da fährt man ja immer mal mit dem Motorrad oder Auto vielleicht kurz von A nach B. Von da aus ist ja eigentlich fast schon jeder mit dem Auto gefahren.
Ihr seht, man kann gut safe fahren, aber er ist trotzdem flink unterwegs eigentlich. Bei den Kurven ist er auch ganz gut. Ihr seht, man kann sich schnell umentscheiden, ohne dass man jetzt extrem sich dreht. Ja, also ich feiere den eigentlich. Aber ich feiere sowieso alle Autos hier. Wie gesagt, jedes Auto an sich ist irgendwie cool, finde ich persönlich. Okay, also wie gesagt, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr meine Version des Winkies findet. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Zocken von GTA Online und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!